Hallo ihr Lieben! Hallo, hallo zu diesem relativ spontanen Live. Ich warte noch mal einen kleinen Moment, dass ein paar von euch reinhüpfen und hoffe, dass mein Video nicht gesperrt wird, wegen der Musik. Vielleicht hört ihr sie gerade. Ich finde das irgendwie immer schöner, wenn man so startet mit der Musik. Das finde ich immer ganz schön. Heute geht es nämlich um das Thema innere Anteile bzw. Archetypes meets Selbstwert. Hello! Ich warte noch mal einen kurzen Moment. Schnuppe an meinem Ölchen, trinke noch mal einen Schluck. Ich bin aber auch tatsächlich schon zu spät. Ich hatte gesagt 18 Uhr, jetzt haben wir schon 18.07 Uhr. Und springe dann gleich direkt in das Thema rein. Hallo, hallo. Und ich muss ja sagen, vor jedem Live, beziehungsweise vor jedem Podcast auch oder auch YouTube-Video, immer davor ist es bei mir so, hoffentlich kann ich die Message rüberbringen, die ich rüberbringen möchte. Ich bin immer ein bisschen noch nervös, also natürlich nicht, also wenn ich jetzt überlege, wie nervös ich war vor meinem ersten Live oder auch während meines ersten Lives hier auf Instagram, ist das auf jeden Fall nicht mehr zu vergleichen, aber trotzdem denke ich mir immer vorher so, hoffentlich kannst du das rüberbringen, was du rüberbringen möchtest. Und ja, heute geht es eben um die inneren Anteile bzw. Archetypes meets Selbstwert. Und ich bin da, hello Milena, ich bin da total inspiriert heute, weil ich heute ein Coaching gegeben habe und wir sind heute wirklich nochmal so richtig in die Arbeit mit inneren Anteilen reingegangen. Wir haben in der letzten Stunde auf jeden Fall schon mit den inneren Anteilen gearbeitet, aber heute war das wirklich nochmal so ganz intensiv und ich fand das für mich persönlich so wichtig, dass ich das einfach hier nochmal mit euch teile. Hallo Kai. Und genau, deshalb heute hier eben das Thema. Und ich hoffe, dass du für dich eben auch was mitnehmen kannst heute, dass du vielleicht für dich mal überlegst, okay, was habe ich denn so für innere Anteile? Aber ich fange ganz vorne an. Und zwar erstmal überhaupt, was ist denn Selbstwert? Ja, um da mal wirklich ganz nochmal bei Null anzufangen, je nachdem, wo du auch gerade stehst, bei deiner persönlichen Weiterentwicklung oder Rückentwicklung, wie ich auch immer sehr gerne sage. Und der Selbstwert ist eben dein Wert deines Selbst. Ja, also so wie es der Name eigentlich schon sagt. Das heißt, wie wertvoll ist dein Selbst? Wie wertvoll bist du selbst? Das steht einmal hier jetzt in dem Raum. Selbstwert. Und dann gibt es einmal das Selbstwertgefühl. Das heißt, das ist wirklich dein persönliches Gefühl, wie dein Selbstwert ist. Das heißt, zum Beispiel auf einer Skala von 0 bis 100, dein Selbstwertgefühl. Heute sagst du vielleicht, okay, 80, dann denkst du, also dein Gefühl ist, okay, mein Selbstwert ist bei 80%. Aber das Spannende daran ist, das auch nochmal auseinanderzuhalten einfach, dass Selbstwert ist nicht gleich Selbstwertgefühl. Denn was ich hier auch schon öfter geteilt habe, ist, dass dein Selbstwert immer gleich ist. Du bist immer gleich wertvoll. Die Frage ist einfach nur, wie sehr kannst du es selbst fühlen? Oder kannst du deinen eigenen Wert überhaupt fühlen? Und das ist das Wichtige dabei. Denn, wie gesagt, dein Selbstwert, dein Wert als Mensch ist immer gleich. Du bist als wertvoller Mensch auf die Welt gekommen, du wirst als wertvoller Mensch gehen und du bist jetzt gerade in diesem Moment wertvoll. Und das ist mir nochmal ganz wichtig, jetzt hier auch zu sagen. Und dieser Gap, diese Lücke zwischen Selbstwert und Selbstwertgefühl, das ist halt nochmal so eine andere Sache. Das heißt, kannst du für dich selbst wirklich deinen Selbstwert spüren? Und das ist so meine, ja, ich sehe das so als meine Hauptaufgabe mittlerweile, da eben die Menschen hinzubringen und gerade auch in den Coachings oder in Hypnose oder auch allgemein, wenn ich mit Freunden rede, wirklich
die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie schon wertvoll sind. Und im Coaching macht man das natürlich mit diversen Methoden, mit Gesprächen. Und heute, beziehungsweise das letzte Mal, haben wir eben mit den Archetypen gearbeitet, beziehungsweise inneren Anteilen. Und jetzt gehe ich darauf ein. So, jetzt haben wir die beiden Begriffe einmal kurz geklärt, das heißt Selbstwert und Selbstwertgefühl. Vielleicht möchtest du dir auch was zu schreiben mitnehmen oder hier hinlegen und möchtest ein bisschen mitschreiben. Weil das immer auch ganz spannend ist, dann für sich zu gucken, wie ist denn das eigentlich bei mir? Und gerade wenn ich jetzt gleich dann auch zu den inneren Anteilen komme, könntest du vielleicht direkt schon mal gucken, okay, was habe ich denn eigentlich für innere Anteile? Beziehungsweise, wie steht es denn jetzt gerade so um mein Selbstwertgefühl? Und da man das Selbstwertgefühl manchmal nicht so greifen kann, ich meine, ist halt ein Gefühl, ne? Mache ich das immer ganz gerne, dass ich sage, okay, dann versuch das doch mal einzuordnen auf einer Skala, zum Beispiel von 0 bis 10 oder auf einer Skala von 0 bis 100, ja, also je nachdem. Und dann kannst du eben für dich schauen, okay, wie sehr fühle ich gerade meinen Selbstwert? Wie sehr glaube ich gerade, dass ich wirklich wertvoll bin als Mensch und als ich einfach? Und dann kannst du dich erstmal so einordnen auf dieser Skala Selbstwertgefühl 0 bis 100. Und das Ziel darf es natürlich sein, so gut es geht, nach oben zu kommen. Denn je tiefer wir sind in unserem Selbstwertgefühl, desto mehr laufen wir mit dieser Brille von ich bin nicht wertvoll durch unser Leben, was auch wieder alles verändert, weil wir Dinge anders sehen. Wir gucken eben wirklich durch diese Brille hindurch und sehen Dinge im Außen anders, weil wir halt einfach nicht so ein großes Selbstwertgefühl haben. Das heißt, Selbstwertgefühl ist auf jeden Fall mega wichtig. So, jetzt muss ich mal kurz meine Nase hier. Wenn ihr mögt, schreibt super gerne hier auch in die Kommentare. Ich sag mal, wie ich das am liebsten mache, ist von 0 bis 10, wo jetzt vielleicht gerade auch dein Selbstwertgefühl ist. Ja, also du musst es nicht teilen, du darfst es aber gerne. Ja, also mich würde es auf jeden Fall interessieren, aber wenn du das hier nicht teilen möchtest, weil Instagram jetzt halt nicht so der intimste Raum ist natürlich, kann ich das auch verstehen. Aber wenn du magst, dann teile das mal super gerne. Genau. Also das sind eben diese zwei Begriffe und jetzt geht es eben um innere Anteile bzw. Archetypen. Innere Anteile ist, glaube ich, etwas, was ihr schon eher gehört habt als Archetypen. Und mit den Archetypen habe ich auch das erste Mal so richtig gearbeitet in meiner, ich glaube, das war die letzte Hypnose-Ausbildung, die ich gemacht habe. Die hatte eben verschiedene Module und in dem letzten Modul haben wir mit den Archetypen gearbeitet. Und man kann Archetypen und innere Anteile meiner Meinung nach mehr oder weniger gleichsetzen, weil die Archetypen sozusagen, die gehen auf Carl Gustav Jung zurück, für alle, die es interessiert. Und er sagt eben, Archetypen, das ist so eine psychische Struktur quasi, die aber jeder Mensch hat. Das heißt, es ist so eine Urprägung, die wir Menschen haben. Und im Endeffekt würde ich sagen, sind es mehr oder weniger innere Anteile oder Charaktereigenschaften, die laut Jung eben jeder Mensch hat. Und das sind eben die Archetypen, beziehungsweise dann kann ich auch direkt bei den inneren Anteilen. Innere Anteile sind quasi ich als Katrin bin nicht nur Katrin, sondern ich habe verschiedene Eigenschaften. Ich bin zum Beispiel auch die Schüchterne. Nicht immer, aber in manchen Situationen. Die Zurückhaltende. Ich bin in anderen Situationen aber auch die Mutige. Ich bin in anderen Situationen eine Kämpferin, also die Kämpferin. In anderen Situationen bin ich die Empathische, bin ich die Verantwortungsbewusste. Ja, also vielleicht bekommst du schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, was ich eben damit meine, eben mit den inneren Anteilen. Und jetzt gehe ich einmal auf die Archetypen ein. Und zwar habe ich jetzt hier so ein paar, möchte ich einfach mal gerne nennen. Und vielleicht wirst du dabei auch schon was merken. So typische Archetypen von Jung sind zum Beispiel die Rebellin. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall noch was anfangen. Aber wenn man schon sagt, die Liebende zum Beispiel, da ist schon eher so, was bedeutet denn jetzt bitte die Liebende als Archetyp? Ja, also das hat halt viel mit Sensibilität zu tun, auch so sexuell, meine ich, ist da halt auch noch so mit drin und Beziehungen.
Ein weiterer Archetyp ist die Weise. Da kann man jetzt auch gut was mit anfangen, ne? Das hat man ja auch schon mal gehört. Also Jung geht davon aus, dass jeder in sich auch die Weise oder den Weisen hat. Ja? Also ein innerer Anteil, der viel Weisheit mit sich bringt. Das dazu. Die Betreuerin. Ja? Also andere wirklich zu unterstützen, zu betreuen. Die Entdeckerin. Ja, also so auch im Sinne von neue Dinge entdecken, vielleicht neue Länder entdecken, neue Sprachen, neue Menschen vielleicht, ja, also so als Archetyp. Die Närrin oder der Narr ist auch ein Archetyp und dieser Archetyp, der geht besonders einher mit Humor. Das heißt, dass jeder in sich auch so einen Archetypen hat, also eine Urprägung eines Humors. Also das heißt, dass jeder Mensch im Endeffekt Humor hat in sich. Ist das tatsächlich so? Was sagst du dazu? Hat jeder Mensch Humor? Hast du schon mal einen Menschen getroffen mit null Humor? Ja, das wäre jetzt natürlich, ja. Könnte gegebenenfalls sein. Nein, also es ist ja so, Humor ist natürlich auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich trinke mal eben was. Genau, also das sind die Archetypen. Also es sind jetzt nicht alle, man geht so davon aus, ungefähr 12 Archetypen gibt es. Und jetzt kommen wir zu den inneren Anteilen. Und die inneren Anteile sind eben genau das, wo ich heute auch mit meiner Klientin drüber gesprochen habe. Das heißt, wir sind da ganz tief reingegangen in die Arbeit der inneren Anteile. Und zwar haben wir eben einfach mal geschaut, okay, welche inneren Anteile hast du denn in dir? Und das kannst du jetzt zum Beispiel für dich auch machen. Oder auch wenn du die Aufzeichnung guckst, kannst du für dich mal schauen, welche inneren Anteile habe ich denn wirklich? Und dass du das so ein bisschen, dass du ein bisschen was an der Hand hast, habe ich so ein paar Beispiele für dich. Wie zum Beispiel, ich habe ja gerade schon mal gesagt, die Schüchterne. Ne? Also ist bei mir zum Beispiel auch auf jeden Fall vorhanden. Die Forsche, das heißt wirklich auch mal forsch zu sein. Die Zurückhaltende, die Kämpferin, die Kreative, die Ideenreiche, die Kritikerin, ich glaube, den inneren Kritiker, ich glaube, jeder Mensch hat den tatsächlich in sich, mal mehr und mal weniger, komme ich aber gleich zu, die Fürsorgliche, die Aufopfernde, die Fleißige, die Gemütliche, die Unsichere, das sind jetzt alles nur ein paar Beispiele, die Kleine, also die sich noch so klein fühlt und jung fühlt, ja, vielleicht kindlich auch noch fühlt, so die Kindliche vielleicht auch, die Selbstsichere, die Gelassene, die Verletzte. So, das sind so verschiedene Anteile. Und vielleicht möchtest du für dich einmal schauen, okay, was habe ich denn für Anteile wirklich in mir? Und was bringt das Ganze überhaupt? Also im ersten Schritt ist es so, dass wenn du dich mit deinen eigenen inneren Anteilen verbindest, beziehungsweise dich mit deinen eigenen inneren Anteilen, beziehungsweise Archetypen mal auseinandersetzt und mal guckst, so, was habe ich denn eigentlich so für innere Anteile? Lernst du dich natürlich viel besser kennen. Du weißt überhaupt, was lebt denn überhaupt alles in mir? Wer ist denn da überhaupt so? Und oft glauben wir vielleicht, dass in uns gar keine Kämpferin steckt. So, das haben wir vielleicht auch nie ausgelebt. Das ist vielleicht ein Anteil, der ist so ganz klein. Aber man kann eben zusammen zum Beispiel auch, oder du für dich jetzt vielleicht auch, indem du dich mit dir selbst auch verbindest, mal herausfinden, habe ich so eine Kämpferin vielleicht auch mir? Und in welchen Situationen in meinem Leben kam die zum Beispiel mal ins Scheinwerferlicht? Ich sage immer ganz gerne, dass innere Anteile in Scheinwerferlicht gehen oder an das Steuer des Lebens gehen. Weil die inneren Anteile, es ist so, dass in verschiedenen Lebensbereichen, in verschiedenen Lebenssituationen oder Lebensabschnitten sind verschiedene innere Anteile einfach präsent. Und das ist vollkommen normal. Es ist vollkommen normal, dass dein ganzes Leben lang nicht die Kriegerin, ist auch ein Archetyp, oder die Kämpferin, dass die nicht immer im Scheinwerferlicht ist, also dass die nicht immer am Steuer des Lebens sitzt. Also das heißt, dass du nicht deine Entscheidungen, deine Handlungen, deine Gedanken auf Basis der Kriegerin oder der Kämpferin zum Beispiel machst. Das ist definitiv nicht so. Ja, aber das ist normal, dass sich eben diese inneren Anteile immer mal wieder abwechseln. Genau, also das ist der eine Punkt, ja, du wirst dich einfach mit dir verbinden können. Und jetzt kommen wir eben auch wieder zurück zum Thema Selbstwert, wo sich jetzt der Kreis auch schließen darf, ist, dass diese inneren Anteile, je nachdem, welcher Anteil bei dir eher im Scheinwerferlicht ist oder ein anderer vielleicht, dass sich das direkt auf dein Selbstwertgefühl auswirkt.
Also nicht auf deinen Selbstwert, sondern auf dein Selbstwertgefühl, weil dein Selbstwert ist immer gleich. Und da ist natürlich die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel auch für dich sagst, okay, mein Selbstwertgefühl von 1 bis 10 ist bei 1, ist bei 2, 3 oder auch selbst bei 6. Ja, wir dürfen ja auch gerne die 10 anstreben. Ja, wir dürfen ja alles. Ne? Wir müssen uns ja nicht klein halten. Und dass du für dich vielleicht mal schaust, was wir eben auch in dem Coaching gemacht haben, welche Anteile sind gerade am Steuer? Welche Anteile sind gerade quasi dafür verantwortlich, dass ich meinen Selbstwert nicht fühlen kann, dass ich so ein niedriges Selbstwertgefühl habe zum Beispiel? Oder auch Selbstannahme, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Also all diese Sachen eigentlich. Ne? Also man kann das eigentlich auf alles beziehen, aber ich möchte das hier so ein bisschen auf ein Thema spezifisch lassen. Aber wenn wir mal auf diese ganzen Selbstthemen gehen, dann kannst du für dich, wie gesagt, einfach mal schauen, welcher Anteil ist bei mir jetzt gerade vorne mit dabei? Wer ist jetzt gerade der Player? Welcher Anteil hat gerade das Steuer in der Hand? Ist es die Unsichere? Ist es die Schüchterne? Oder ist es eher die Kämpferin? Oder ist es vielleicht eher die Laute? Oder die Zurückgezogene? Und dann kannst du für dich mal schauen, ob dieser innere Anteil, der jetzt gerade an deinem Steuer des Lebens sitzt, ob das für dich eher förderlich ist, jetzt auch gerade für deine aktuelle Situation oder vielleicht auch für deine Träume, oder eher nicht. Und das macht total viel aus, das wirklich mal für sich selbst zu reflektieren. Wo sind meine inneren Anteile? Also erstens, was sind meine inneren Anteile? Zweitens, wo sind meine inneren Anteile gerade? Sind die eher so hinten oder sind die gerade so richtig am Steuer, im Scheinwerferlicht? Die regieren quasi gerade dein Leben. Und ganz oft ist es so, das habe ich eben auch bei ein paar Klientinnen gesehen, dass besonders so der innere Kritiker, die innere Kritikerin am Steuer sitzt. Das heißt, in allem, was getan wird, wird irgendwas Negatives gefunden, wird irgendwas gefunden, was noch nicht gut genug ist, was verbessert werden kann. Und da ist natürlich die Frage, möchte man den inneren Kritiker jetzt am Steuer behalten oder sagt man sich vielleicht gibt es gerade einen inneren Anteil, den ich viel lieber am Steuer haben würde. Und das darfst du eben dann auch für dich entscheiden. Denn es ist so, wir entscheiden alle über unser Leben. Wir entscheiden alle über unsere aktuelle Situation. Natürlich mit kleinen Ausnahmen. Ja, aber ich verallgemeinere das jetzt erstmal, dass wir allgemein gesund sind und so weiter. Dass wir da wirklich die Macht auch darüber haben, welcher innere Anteil ist jetzt gerade am Steuer meines Lebens. Und ist eben zum Beispiel, wenn das jetzt bei dir der innere Kritiker ist, ist das jetzt gerade förderlich für meine Lebenssituation, für die Ziele, die ich erreichen möchte oder eben nicht? Und dann kannst du jetzt für dich aktiv entscheiden, weil du ja jetzt weißt, was deine inneren Anteile sind, welchen inneren Anteil du denn vielleicht lieber ans Steuer lassen möchtest, damit es nährend für dich ist, dass es nährend für dich ist und für deine Ziele. Das heißt, dass du zum Beispiel sagst, du willst jetzt zum Beispiel ein Ziel erreichen innerhalb 6 Monaten. Und dafür braucht es jetzt einfach mal Kampfgeist. Dafür braucht es jetzt einfach mal Umsetzungskraft, männliche Energie. Und da kannst du zum Beispiel für dich sagen, ich lasse jetzt mal die Kriegerin oder die Kämpferin, je nachdem, also auch was sich für dich so am besten anhört, was sich am besten anfühlt, die lasse ich jetzt mal ans Steuer. Weil ich glaube, dass ich jetzt mit der Kriegerin wirklich mein Ziel erreichen kann und mit der Gemütlichen, die gerade am Steuer ist, werde ich es nicht schaffen. Ja, also nur mal als Beispiel. Oder mit der Unsicheren. Und dann darfst du dich hier fragen, wie kann ich denn diesen Anteil der Kämpferin mehr in mein Leben integrieren? Das heißt, wie kann ich diesen Anteil der Kritikerin kleiner werden lassen und wie kann ich den Anteil der Kämpferin größer werden lassen? Und da kannst du einfach auch mal in dich hineinspüren und dich fragen, okay, meine Kämpferin, ja, du kannst dabei auch die Augen schließen, wie sieht meine Kämpferin aus zum Beispiel? Ja, kannst du dir vorstellen? Also bist du das? Ist das vielleicht eine andere Figur? Wie sieht diese Kämpferin aus? Ist es vielleicht auch so ein Fabelwesen, vielleicht auch ein Krafttier? Und diese Kämpferin, und wie kann ich die mehr ans Steuer lassen? Welche Handlungen stecken dahinter? Das heißt zum Beispiel Entscheidungen innerhalb eines Tages treffen. Ja, also nur mal so als Beispiel. Also das bedeutet vielleicht für dich Kämpferin. Abgrenzen von anderen Personen. Das kann auch zum Beispiel zur Kämpferin gehören. Ne? Aber die Frage ist natürlich immer,
was ist deine Definition der inneren Anteile? Weil es sind deine inneren Anteile. Das heißt, du entscheidest und du weißt am besten, was die Eigenschaften der inneren Anteile sind. Wenn es zum Beispiel, also wie ich jetzt gerade sagte, mit der Kriegerin oder der Kämpferin, ja, schnelle Entscheidungen, Grenzen setzen, für sich selbst einstehen, vielleicht eine Selbstfürsorgeroutine, alles, was sich da für dich richtig anfühlt, das einfach mal aufzuschreiben und das damit in Verbindung zu bringen, eben mit deinem inneren Anteil der Kämpferin und damit dein Ziel zu erreichen innerhalb der 6 Monaten. Und das muss auch nicht immer nur ein innerer Anteil sein, das kann zum Beispiel auch sein, die Kriegerin und die Entspannte. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, ja, brauche ich auf jeden Fall die Kriegerin, aber ich brauche auch so einen Gegenpol und das darf gerne die Entspannte sein. Genau. Und weil das jetzt gerade so schön passt an der Stelle, jeder innere Anteil und jeder Archetyp hat eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Und ich glaube, das kennen wir alle ganz gut, dass es sozusagen auch Charaktereigenschaften gibt, die gut sind, also gut in Anführungsstrichen, und manche, die halt nicht so gut sind, die vielleicht nicht so angenehm sind, vielleicht nicht so nährend sind, einfach für das eigene Leben, für die eigenen Ziele. Und das Ding ist aber, dass jeder Anteil in die Sonnenseite gehen kann, beziehungsweise in die Schattenseite. Das heißt, eine Kriegerin ist dann in der Sonnenseite, wenn sie dir dienlich ist, wenn sie dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Die Schattenseite der Kriegerin kann aber sein, dass sie zu hart ist, dass sie zu hart zu anderen ist, zu hart zu sich selbst ist und dann ist sie in der Schattenseite. Ja, also ich glaube, das wird ganz klar, was ich damit meine. Das ist zum Beispiel auch, wenn es jetzt, was hatte ich hier noch zum Beispiel, die Fleißige. Ja, also wenn das jetzt ein innerer Anteil ist, den du jetzt mehr nach vorne bringen möchtest, mehr ins Scheinwerferlicht bringen möchtest, gibt es dort auch eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Die Sonnenseite ist natürlich, wenn du fleißig bist, wirst du wahrscheinlich viel schaffen. Wenn du zu fleißig bist, dann brennst du vielleicht aus, weil du zu viel tust. Ja, und da sieht man halt auch wieder Sonnenseite und Schattenseite. Was hatte ich denn noch? Die Ideenreiche, ne? Wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt meinen inneren Anteil, die Ideenreiche, weiter nach vorne bringen. Viele Ideen sind total toll. Ja, das kann dann eine Sonnenseite sein, weil du so viele Ideen hast. Aber es kann genauso gut, wenn es zu viel ist, zur Schattenseite gehen, dass du so viele Ideen hast, dass du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst und am Ende gar nichts mehr machst. Und daran sieht man halt einfach auch wieder hier, die Balance zählt. Die Balance ist unfassbar wichtig, auch bei den inneren Anteilen. Und ein innerer Anteil ist nicht immer per se schlecht oder per se gut. Ja, also die Unsichere zum Beispiel, wo man jetzt vielleicht meinen könnte, ja, was soll die Unsichere denn für eine Sonnenseite haben? Aber wenn du unsicher bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht überschnell zum Beispiel Entscheidungen treffen, was manchmal auch gut sein kann. Ja, also es kann auch eine Sonnenseite oder es gibt auch eine Sonnenseite, definitiv dieses inneren Anteils. Aber der Schattenanteil der Unsicheren ist einfach Stagnation, Freeze-Modus, vielleicht gar nichts zu machen, sich zurückzuziehen in die Höhle und irgendwie nichts mehr zu machen. Das heißt, was ich dir hier auch gerne mitgeben möchte, ist, dass jeder innere Anteil eben auch eben diese Sonnenseite hat und diese Schattenseite. Und die Frage ist halt immer, wie kreieren wir es selbst für uns? Weil wir sind so schöpferisch, wir sind selbstwirksam. Wir können es im Endeffekt immer alles selbst entscheiden. In manchen Situationen fällt es uns schwerer als in anderen Situationen. Aber im Endeffekt sind wir selbstwirksame Wesen und wir können selber entscheiden, welche inneren Anteile wir eben jetzt gerade nach vorne lassen und welche Anteile wir eher nach hinten lassen. Ja, also die mal schön im Auto nicht am Steuer sitzen, sondern schön auf der Rückbank oder irgendwo hinten noch dran gebunden in einem Seil und werden dann so entlang geschliffen hinter dem Auto. Und das entscheidest du im Endeffekt, ja. Und wenn du jetzt gerade mal so spontan einen inneren Anteil hast, der dir jetzt sofort eingefallen ist bei dir, dann schreib den super gerne mal hier in die Kommentare. Ja, und dann kann ich da gegebenenfalls auch nochmal auf die Sonnen- und Schattenseite eingehen, wenn du das magst. Genau, jetzt gucke ich nochmal her. Ich mache mir immer so ein bisschen Notizen, dass ich jetzt nicht hier eine Stunde rede, obwohl ich glaube, ich rede jetzt auch schon wieder fast eine halbe Stunde. Ob ich das jetzt hier alles habe, was ich gerne mitgeben wollte. Ja, um einfach auch nochmal auf das Thema Selbstwertgefühl dann zurückzukommen, ist, wie gesagt, wenn du merkst, okay, mein Selbstwertgefühl ist jetzt nicht so hoch auf der Skala,
welchen inneren Anteil, welchen Archetyp darf ich wirklich aktiv einladen in mein Leben und wie? Mit welchen Handlungen darf ich das verknüpfen? Und was auch ganz schön ist, ist dann zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich gehe wieder zur Kriegerin, wenn du sagst, okay, die darf jetzt nach vorne kommen. Wie kann ich das zum Beispiel verankern im Alltag? Ich finde es immer ganz schön, auch mit Ankern zu arbeiten. Das kann zum Beispiel ein Ring sein, dass du sagst, okay, der Ring, der steht jetzt für die Kriegerin. Du machst dir einen Zettel irgendwie mit Kriegerin drauf. Du hast vielleicht einen Gürtel, der für dich irgendwie so das ausstrahlt, so Kriegerin. Oder eine Jacke. So immer, wenn du die anhast, dann gehst du so in den inneren Anteil rein, die Kriegerin. Oder vielleicht besondere Ohrringe, die du zum Beispiel damit verknüpfst. Oder rote Lippen, ja, dass du damit zum Beispiel, oder auch die Liebende, wenn du die Liebende zum Beispiel auswählst als Archetypen. Was man ja auch so sagen kann, zum Beispiel, wenn du deinen weiblichen Anteil mehr leben möchtest. Ja, also es gibt ja viele Frauen, die auch wirklich ihren weiblichen Anteil nicht leben können, weil sie ihn vielleicht so ein bisschen auch verurteilen oder was auch immer dahinter steht. Da kann man zum Beispiel mit den roten Lippen sich immer wieder daran erinnern, dass man den weiblichen Anteil mehr nach vorne lassen wollte. Ja, so diese weibliche Kraft vielleicht auch vielleicht so dieses ja selbst sexy sein im eigenen Körper und sich gut zu fühlen und dass es auch überhaupt nicht schlimm ist. Also wenn man meint, dass es schlimm ist. Und ich hoffe, dass das klar wird, was ich mit diesen Ankern meine, dass du einfach im Alltag immer wieder daran erinnert wirst, diesen Anteil, den wollte ich ans Steuer lassen und immer für dich auch nochmal vielleicht ein Check-in zu machen. Ist es jetzt wirklich so? Ist jetzt wirklich der innere Anteil am Steuer oder eher nicht? Weil manchmal ist es eben so, dass wir dann davon abkommen und deshalb eben auch der Anker, ne? Weil wir manchmal, ne, in unserem Alltag, dann vergessen wir es wieder und dann kommt wieder die Kritikerin ans Steuer und dann haben wir halt im Endeffekt nicht so viel gewonnen. Und das heißt, dann darf man sich immer wieder eben ja daran erinnern, durch eben diesen Anker. Ein Anker kann zum Beispiel auch so ein Öl sein. Ja, es gibt auch ein Öl zum Beispiel, das heißt Passion. Das ist halt so ganz, so ein richtig leidenschaftliches Öl zum Beispiel. Und dass man sich sowas zum Beispiel aufträgt und jedes Mal, wenn man an diesem Öl riecht, dass man sich zum Beispiel mit dem weiblichen Anteil verbindet, mit der Liebenden oder auch mit der Kämpferin oder was auch immer das für ein Anteil ist, den du gerne nach vorne lassen möchtest. Und damit kannst du dann dein Selbstwertgefühl stärken, du kannst deine Selbstannahme stärken, je nachdem, welchen inneren Anteil du eben nach vorne lassen möchtest und welcher innere Anteil für dich quasi für Selbstwertgefühl steht. Welchen Anteil brauchst du gerade, um XY mehr in dein Leben zu bringen? Selbstwertgefühl, Selbstannahme, Selbstliebe, welcher innere Anteil darf das dann für dich sein? Genau. Also ich glaube, das ist auch schon ganz gut rübergekommen, dass wenn du halt den Kritiker, die Kleine, die Unsichere, wenn du die am Steuer hast, dass dein Selbstwertgefühl wahrscheinlich eher niedriger ist. Und wenn du die Kriegerin, wenn du die Selbstsichere, vielleicht auch so die Königin, die Queen, the Princess oder so, wenn du die als inneren Anteil nach vorne lässt, dass dann wahrscheinlich dein Selbstwert eher, oder dein Selbstwertgefühl, ganz wichtig, Selbstwertgefühl, dass das dann einfach höher ist, dadurch, dass diese inneren Anteile vorne sind und dass du dann ja auch so handelst. Ja, wenn die Anteile vorne sind und dein Leben gerade mehr bestimmen dürfen, dann fühlst du auch danach und dann handelst du eben auch danach. Genau, das heißt, wenn du magst, schau mal für dich, welche inneren Anteile du eben hast und ja, welche da so gerade bei dir am Steuer sind, welche die Oberhand wirklich haben gerade über dein Leben und welche inneren Anteile du nach vorne schicken möchtest. Und vielleicht hast du auch schon Erfahrungen von deiner Vergangenheit, dass du da vielleicht mal, vielleicht bewusst, aber auch unbewusst, Anteile so mal nach vorne geschickt hast und mal wieder nach hinten geschickt hast. Vielleicht gab es auch sowas schon in deinem Leben. Oft machen wir das und das ist unbewusst, weil wir einfach diese Information einfach gar nicht haben. Ich hatte die Information damals auch nicht. Und habe ja auch schon quasi unbewusst so gearbeitet, dass ich mal gesagt habe, ja, so, jetzt muss ich stark sein. Und habe das dann irgendwie durchgezogen, wie mit dem Studium, so, jetzt musst du dranbleiben, männlicher Anteil. Ja, und damit habe ich dann quasi auch meinen männlichen Anteil weiter nach vorne geholt. Der durfte dann mal ins Scheinwerferlicht und der durfte die ganzen Klausuren schreiben und lernen und Zusammenfassungen und so.
Und das war dann auch in Ordnung. Und dann nach der Klausurenphase durfte dann aber dieser innere Anteil auch dann wieder nach hinten gehen. Und dann kam mal wieder hier schön die gemütliche, ja, sodass man sich eben auch wieder entspannen kann. Und ich glaube, das wird ganz klar so dieses Wechselspiel der inneren Anteile. Aber im ersten Schritt ist halt immer das Bewusstsein darüber. So, welche inneren Anteile habe ich denn überhaupt? Ja, und dadurch wirst du dich so viel mehr mit dir connecten können und dich einfach besser kennenlernen können und im Endeffekt dann eben auch dein Selbstwertgefühl, deine Selbstannahme, Akzeptanz und im Endeffekt auch deine Selbstliebe wirklich stärken und ja, erhöhen können. Genau, was habe ich denn hier noch? Das habe ich auch schon erzählt. Ja, also das war's. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, dann schreibt die super gerne noch hier in die Kommentare. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt aus diesem Live etwas für euch mitgenommen, dass ihr vielleicht ja jetzt auch mal selber neugierig seid, so welche inneren Anteile habe ich denn eigentlich? Schreibt mir auch total gerne, wenn ihr für euch selbst da mal so ein bisschen geforscht habt. Ich mache das immer sehr, sehr gerne in einem Journal. Mache einfach so ein kleines Ritual für mich, mache mir eine schöne Kerze an und dann gehe ich mal so in mich und schaue mal wirklich so, was habe ich denn für innere Anteile? Und welcher ist denn gerade vorne? Wer ist gerade hinten? Wie darf sich das jetzt gerade verändern in meiner Lebenssituation? Eben ganz passend auf die Situation. Genau. Und was ich auf jeden Fall hier noch anbringen möchte, ist, du kannst dich noch bis 23.59 Uhr anmelden zur 21 Days of Reconnection Journey, wo wir genau auch in solche Themen reingehen. Also Archetypen, innere Anteile, das ist halt ein kleiner Teil davon. Das wird wahrscheinlich einen Tag mal ausmachen, ja. Aber da gibt es ja noch 20 andere Tage und zwar werde ich da mit dir quasi, also ich werde versuchen, sehr, sehr, sehr viel davon zu teilen, was mir auf meinem Weg dabei geholfen hat, mich selbst anzunehmen, mich zu akzeptieren und was mich auch im Endeffekt dazu gebracht hat, mich selbst zu lieben. Und durch diese Gefühle ist einfach auch zu schaffen, für mich selbst loszugehen, wirklich kraftvolle Entscheidungen für mich zu treffen, auch große Entscheidungen für mich zu treffen, ja, also wie zum Beispiel meine Beziehung damals zu beenden, den Job zu kündigen, ohne eine Alternative zu haben. Klar, die Selbstständigkeit, aber ich konnte davon halt auch auf jeden Fall noch nicht leben. Das war halt relativ am Anfang. Ich habe es trotzdem gemacht, meine Zeit hier auch auf den Kanaren zu verbringen und im Endeffekt auch auszuwandern. Ja, also das ist so ein kleiner Auszug der Entscheidungen, die ich getroffen habe, einfach auf der Basis, dass ich mich mit mir selbst wieder verbinden konnte, also wirklich wieder verbinden konnte und ich meinen eigenen Wert wiedererkannt habe und mich selbst angenommen habe, ja, so wie ich bin. Und es ist auf jeden Fall ein Weg, ja, also ich bin auch noch nicht bei 100% Annahme. Ich weiß auch nicht, ob man jemals bei den 100% ankommt. Vielleicht nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich so, ja, eine Reise fürs ganze Leben, die aber auch Spaß machen darf. Und das unterstreiche ich hier auch nochmal. Ich möchte das so, so gerne auch für dich nochmal unterstreichen, dass diese Reise unfassbar Spaß machen kann, ja? Also persönliche Weiterentwicklung, Rückentwicklung, wie auch immer man es sehen möchte, ist unfassbar spannend. Es ist so spannend, sich selbst kennenzulernen. Und spätestens, wenn du in dir so diesen Funken spürst, diesen Funken von, vielleicht könnte ich mich ja doch irgendwann selbst annehmen, vielleicht könnte ich ja doch irgendwann das Haus kaufen, vielleicht könnte ich ja doch irgendwann als was weiß ich, arbeiten. Vielleicht kann ich ja doch ein kleines bisschen die Welt verändern. Vielleicht kann ich ja doch als Tierschützerin arbeiten. Boah, das ist ja auch so ein Traum von mir, so viel, viel mehr noch in den Tierschutz reinzugehen. Und wo du vielleicht jetzt noch gerade so sagst, so, das ist total unrealistisch und das wird nicht passieren. Und je mehr du dich selbst annimmst, je mehr du mit dir in Einklang bist und je mehr du dich akzeptierst und dich selbst liebst, automatisch wirst du großer träumen können. Du wirst großer träumen, weil du einfach an dich glaubst, weil du auch wieder damit zusammen das Selbstvertrauen bekommst. Das heißt, das Vertrauen in dich selbst, in deine Entscheidungen. Und das ist tatsächlich mein Lebensthema. Ja, also ich habe heute einen Post geteilt von vor 3 Jahren, wo ich das Thema schon angesprochen hatte. Und es war so vor meinen Augen, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Und jetzt spüre ich es aber endlich, dass das einfach genau das ist, was ich mehr in die Welt tragen darf. Ja, also dass viel mehr Menschen wirklich an sich selbst glauben, in Verbindung zu sich selbst sind, mit sich selbst sind, sich selbst akzeptieren, weil jeder Mensch hat es einfach so unfassbar verdient, sich selbst anzunehmen und sich selbst zu akzeptieren und auch rauszukommen aus oft dieser Scham, ja, also dieses Scham, die oft auch besteht,
auch wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, ja, also wenn man mit anderen Menschen in der Gruppe ist und dass da halt einfach auch so eine Scham oft besteht, weil man sich einfach selber klein hält. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, jeder Mensch kann es wirklich schaffen, von dieser Scham auch loszukommen und sich selbst anzunehmen, sich selbst zu akzeptieren. Und was ich auch immer sehr gerne sage, ist, ganz ehrlich, also wenn ich hier sitze gerade, in diesem Moment, ich bin hier live, ja, ich habe das vor 2 Stunden oder so angekündigt, ich habe hier nur ein paar Notizen, die habe ich mir gerade eben gemacht, und ich bin, ohne dass ich schweißgebadet bin, dass ich knallrot bin, ich habe nur ein bisschen rote Ohren, ja, aber es ist einfach, weil ich konzentriert bin. Und mir macht es auch nicht mehr viel aus. Ich kann das einfach zeigen, ja, hallo, ich habe hier rote Ohren. Damals habe ich mich noch dafür geschämt. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und weil ich wirklich sehr wenig an mich geglaubt habe und ich hatte extreme Schamgefühle. Und deshalb, das möchte ich unbedingt nochmal hier unterstreichen, dass du das auch schaffen kannst. Genau. Und deshalb habe ich eben diese 21 Tage Reconnection Journey konzipiert und morgen geht's los an Neumond. Ja, morgen ist Neumond. Der Neumond steht immer für einen Neuanfang. Und ich habe natürlich auch schon so ein paar Sachen zusammengefasst und morgen bekommst du dann die erste Audiodatei. Das heißt, wenn du dich jetzt noch anmeldest, die Tore schließen um 23.59 Uhr. Wenn du dich jetzt noch anmeldest, dann bekommst du morgen früh direkt entweder per Telegram oder in einem Google Drive Ordner, je nachdem, was du eben verwendest, bekommst du die erste Audiodatei zum Neumond morgen im Wassermann. Und ja, das wird auf jeden Fall die erste Audiodatei und du kannst einfach für dich gucken, darf morgen der 21.01. Neumond in Wassermann, darf diese Neumondenergie mich selbst dabei unterstützen, mich selbst besser kennenzulernen, mich wieder mit mir zu verbinden, wirklich in die Selbstannahme zu kommen, in das Selbstwertgefühl, in die Selbstliebe im Endeffekt. Und ja, ich würde mich super, super freuen, wenn du mit dabei bist. Wie gesagt, bis heute Abend hast du noch Zeit, 23.59 Uhr. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir total gerne, kein Problem. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf alle, die schon Ja gesagt haben. Und ich glaube, das wird eine ganz tolle Reise mit uns. Und ich bin schon ganz gespannt und möchte alles teilen. Und bin mal gespannt, ob ich das wirklich in 21 Tage reinbekomme. Also, es wird auf jeden Fall auch sehr vielseitig werden. Ich habe nämlich schon viel gemacht, auch auf meiner Reise. Genau. Okay, ihr Lieben, dann hüpfe ich raus. Und vielen Dank, dass ihr live mit dabei wart. Ich sehe schon die Herzchen fliegen. Dankeschön. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr noch Fragen habt. Ich freue mich auf jeden Fall so sehr, euch ja in der Reise zu sehen, in den 21 Tagen Reconnection Journey, welche morgen startet. Sende euch ganz viele Küsse und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, ihr Lieben!